Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute von einem Spiel Dungeon Crusher Soul Hunters. Sah sehr interessant aus auf jeden Fall, aber ich gehe davon aus, so wie es aussieht, wie es in der Werbung ist, wird nicht das gesamte Spiel sein. Wir gucken uns mal an, ein Goblin Mörder sollen wir antippen. Wir sollen drei Gegner, fünf Gegner oben erstmal killen und wir kriegen ein bisschen Geld dafür. Ein Tap-Game scheinbar. Und der hat jetzt ein bisschen mehr Leben, okay. Und wir können uns jetzt verstärken. Wir können Abby anheuern. Der macht ein bisschen Schaden, wie ihr seht, ne? Zack, 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 zack. Und wir können Zinger auch anheuern. Wir können ihn auch verbessern. Was ist Zinger? Ist das unser Tap, war? Ja, unser Tap ist das. Das ist unser Tap. Und auf zu Level 3. Was haben wir hier? Ah, ich kann ihn nur verbessern, ja. Ist natürlich sinnvoller, weil das ist der Auto-Klicker sozusagen. Also der automatisch angreift und das andere müssen wir selber klicken. 57 Gold, 41. Gut, hier steht Aurora Engel der Hoffnung 168A. Das sind alles komische, die weit über unserem aktuellen Goldstand sind. Jabir killen wir mal. Und kriegen... Huch! Hust, du schlägst dich bisher ganz gut. Wer bist du, Krieger? Ich möchte wissen, mit wem ich meine Abenteuer bestreite. The Floating Child. Ja, gut. Land wählen. Deutschland. Oh, ein bisschen Werbung machen. Kennt man ja. Dungeon Crusher. Der wird geladen und wir greifen weit. Warum sind wir auf Level 1 wieder? Was ein Tutorial war, oder was? Wie hoch ist das denn? Wir sind aber trotzdem weiter noch hier. Wir können das noch ein bisschen mehr Dingen zu machen. Lass den Helden frei, Skelett. Ach, okay. Jetzt sind es normale Gegner, ne? Jetzt haben wir Anna Falkenauge bei 250 Gold. Okay. Jetzt geht's mit dem richtigen Game wirklich los. So, was haben wir hier? Komm, was du brauchst, einen Schnellschub. Lass mal. Aber wir kriegen hier recht wenig Geld, ne? 4 Gold pro Gegner ist nicht viel. So, was haben wir hier? Skills. Fertigkeit, Abklingzeit. Alle 5 Minuten Fertigkeiten werden aufgeladen. Okay, das kostet irgendwie ein paar Trankdinger. So, hier sehen wir 20 DPS haben wir, ne? Oben links sehen wir DPS. Und oben in der Mitte sehen wir, wir haben 6 Tippschaden. Guten, ganz guten Tipp schon. Was haben wir hier? Tagesbonus. Zauberflaschen. Du hättest eine kleine Anzahl von Flaschen. Zauberflaschen, okay. Du hättest eine kleine Anzahl von Scherben. Events. Haben wir noch nicht. Ich hätte gern 250 für die Anna, ne? Anna war das. Anna Falkenauge. Die hätte ich ganz gerne. Warum allerdings noch eine Gegner tatsächlich. Außer wir kriegen jetzt bei dem Boss-Gegner. Jabir. Na, kriegen wir hin. Und dead. Und wie viel Geld gibt es? 244 haben wir. Oh, wir haben jetzt schon Skelette. Die greifen uns aber scheinbar nicht an, bringen 15 Gold. Heuern wir das an. Können unseren Tipp noch verbessern. 15 Gold? Ja, 15 Gold tatsächlich. Werden wir uns gleich mal daran machen, den Dings aufzurüsten. Den da, den Abi. Jetzt haben wir über 2, ja. Ja, 42 DPS haben wir jetzt. Holy shit, ist das viel. Nicht wenig. So, zack. 25 Schaden macht jetzt. Okay, jetzt mal 5 Damage dazu. Nicht wenig. Und erst den Boss gibt's auf Level 10 wahrscheinlich erst wieder. Und bis dahin müssen wir tatsächlich auch ein bisschen unseren Schaden pushen. Ich weiß gar nicht, kostet die jetzt genauso viel? Ja, die kostet tatsächlich extrem viel. Ist also erstmal sinnvoller, den anderen zu verbessern, weil 267 kostet die Frau. Sollten wir tatsächlich erstmal so weit verbessern. Okay, an sich hat das Spiel nichts mit der Werbung zu tun, weil in der Werbung war dieses wieder diese Türmchen, wo man gegeneinander kämpfen konnte. Links seine Einheiten, rechts seine Gegner-Einheiten. Und da muss man irgendwie anhand von Stärke irgendwie was verbessern. Also ich frage mich immer,
Warum Spiele 33 Gold, holy shit. Warum Spiele sowas nötig haben? Oh, ich habe hier gesehen. 591 auf Level 10, okay. Dann würde ich sagen, kurz mal auf den 591 Gold, wa? Bin ich gespannt. So, wir haben auf jeden Fall jetzt Level 10 erreicht mit einem Boss-Gegner. Wir werden die nochmal verbessern von 50 auf 101. Und kriegt auch ein bisschen mehr Schaden dazu. Wir werden es nicht mehr schaffen rechtzeitig. Ich habe etwas zu lange gebraucht. Wir nämlich auch unsere Tabs verbessern müssen. Wir haben hier ein Achievement Jammer freigeschaltet. Schließlich zu 110er. Blum plus 1 Schaden pro Sekunde. Tipp 1000 mal 1 Schaden pro Sekunde. Ich würde ihn gerne refreshen. Wie geht denn das? So, gepanzertes Skelett. Ja, kann man auch kurz. 50 Gold. Okay, krass. Können uns selber nicht mehr verbessern. Dann würde ich sagen, schaffen wir nicht hinterherzukommen. Gerade so nicht zur Autoforge. Machen wir kurz weg. Das heißt, wir werden mal kurz dieses Skelett ein wenig malträtieren. Jedes Mal 50 Gold mitnehmen. Das ist richtig viel. 50 Gold ist wirklich viel. Das ist die Frage. Lasst den Helden frei. Für 1000 können wir den Torwächter Tom, der aber nur 77 DPS hat. Das lohnt sich tatsächlich gar nicht so sehr. Sinnvoller ist tatsächlich, dass wir unser Stuff bisher schon mal auch verbessern. Wir machen 10 Tippschaden, 190 DPS. Durch unsere Units können wir auch mal von 9 auf 20. Ne? Das kostet halt nur noch 9. Aber 25 gibt es dann den nächsten Boost. Hier Stufe 10, dann 25 gibt es den nächsten. Wird tatsächlich Anna hat. Ja, ein bisschen Anna noch verbessern. Oh, okay, wir werden den Boss killen. Easy peasy. Let's go. Ja, unsere Leiste ist auf jeden Fall, ne, die rote Leiste da unten schneller als die Zeitleiste. Grafisch auf jeden Fall ein schönes Idle-Game, muss man sagen. Problem ist halt, dass es nicht das widerspiegelt, was in der Werbung gewesen ist. Ne? Immer ein bisschen strange, wenn die Spiele nicht identisch sind. Wie viel gehen wir? 770 Gold bekommen. Holy shit. Was bringen die? 119. Ja, moin. Dann erstmal Tom anheuern, würde ich sagen. So, da ist er. 77 Schaden pro Sekunde. Dunkelelfmeister. Würde ich tatsächlich einfach mal durchlaufen lassen. Schauen wir mal. Tom, der Verschlinger, Wächter der Rebe. Was ist das? Verteilung inspizieren. Okay, für später wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn ich hier gewisses Level erreicht habe, maybe. Wir sind jetzt hier schon, ne? Fünf, ja, nächster Boss, hier kommt dann wieder der nächste Boss. 880, 999 und auf zum nächsten. Ich würde sagen, wir wollen tatsächlich ein bisschen unseren Tipp verbessern. Auf 50 Schaden. Auch den würde ich ganz gerne verbessern. Was haben wir hier? Wieder ein kleines Achievement. Oh, ich war da unten schon richtig, wa? Verbessert ein Helm in der Helm auf Stufe 25, also uns selber. 51 Tip-Damage machen wir jetzt. Das ist nicht wenig. Na, lass uns mal wieder kurz ein bisschen durchlaufen, würde ich sagen. Was haben wir hier? Schönes Quests abgeschlossen. Besiege eine Anzahl bestimmter Anzahl von Gegnern. Okay. Du hast eine Belohnung erhalten. 3. Dann gibt es hier bei 50, 75 und 100 noch etwas. Das haben wir. Besiege eine bestimmte Anzahl an Bossen. Verbessert deine Helden. Besiege einen Tagesboss. Beschleunige die Zeit mit einer beliebigen Methode. Verwende Zauber schon mal ein Heldenscherben-Paket zu kaufen und verbessere eine beliebige Wissenschaft im Clan und erhalte eine bestimmte Anzahl von Einflusspunkten. Das heißt, wir können auch Gilden und so weiter beitreten, ja. Was haben wir hier? Du hast eine Schatzhöhle gefunden. Let's go. Eine Spider. Wir sind, Alter, die bringen nur 500 Gold pro Klick, pro Ding ist dann heftig. 1500 brauchen wir dafür. 500. Von 247 auf 515. Holy shit. Ja gut, jetzt noch der Boss gehen wir mal. Ah ne, Level 2 kommt jetzt erstmal. Bringen die auch 500? Junge, die bringen alle 500 Gold. Ist hier abartig. Ist hier absolut rich. Bin ich absolut rich hier. 204 Schaden. Wir machen 796 DPS. Aber wie viele Levels gibt es denn hier? Würde mich interessieren, sehe ich auch gar nicht, ne? Naja, ich würde sagen, einfach mal durch. Bisschen Gold farmen, let's go. Gut, der Boss war schnell weg. Ich habe ein mächtiges Artefakt gefunden, starke Amboss. Das wird dir auf deinen Abenteuern helfen. Das ist jetzt was? Episodenburg, was da?
Das ist eine Waffe, oder? Okay, ich kann. Gesundheit habe ich 56.000. Stark. Versteckt ein Trefferschaden um 105. Ich habe jetzt 201. Ja, moin. Aber hatte ich nicht vorher schon so viel? Ich hatte 50 DPS. Lol. Ich mal auf 50 würde ich sagen. Ups. Ich würde sagen, auf 75, das ist wenigstens glatt, weißt du. Ich meine jetzt 443 Tippschaden. Also deutlich mehr als das mit den DPS machen könnte. Jetzt sind wir Level 15 übrigens wieder bei dem nächsten Bossgegner. Den können wir gleich nochmal zusammen machen. Zack, 8700. Huch! Das wird kosten. Aber das können wir mit dem Boss machen, ne? Etatat Zauani. Weg ein bisschen Gold bekommen. Sieh mal, wir sind nicht mehr weit von meiner Heimat, der alten Stadt Kado entfernt. Mein Volk ist groß, vielleicht bekommen wir dort ein paar Vorräte auf unserer Reise. Hier ist es ungewöhnlich ruhig, seltsam. Wir sollten uns umsehen. Ich würde so weit gehen und vermuten, dass hier etwas faul ist. Ihr gehört hier nicht her. Haut ab! Wie unausgesprochen unhöflich von dir. Also früher, lass uns einfach ein paar Schädel spalten, herausfinden, was hier vor sich geht. Weißer Läufer, okay, die Außenbezirke von. Aber das ist jetzt eine andere Episode, ja? Wie kam ich zu dem anderen? Jetzt habe ich wieder 0. 0 DPS. Why? Wollte jetzt das einfach durchlaufen lassen. Ich kriege auch nur 38 Gold pro Hit. Aber ich könnte hier weitermachen. Hier können wir wieder normal kämpfen. So 1200, Alter. Holy shit. 296 auf. Zack, 600 Schaden. Wir gehen erstmal hier ein bisschen weiter. Und auch hier 80 DPS dazu. Lass dann einfach mal durchlaufen, wa? Ein bisschen. So, ein paar Minuten später. Oh, ich habe mich gerade verklickt. Sind wir bei gute 83.000 Gold. 87. Ich bin 5.000 pro. Nicht schlecht. Wir können die anheuern erstmal und verbessern. Jeweils 1000 Schaden dazu und hier auch ein bisschen verbessern, warum nicht? Damit sind wir bei guten 5600 Schaden pro Sekunde. Meister Schaden machen wir tatsächlich immer noch mit Tapping. Deswegen vielleicht auch gar nicht so verkehrt, unseren Schaden nochmal zu verbessern. Aber nur um 8 jeweils, das ist nicht so viel. Oder mal noch die anderen kleinen Units nach. Oh, und jetzt kommen wir erstmal zum Bossgegner wieder. Oh. Das wird noch nichts. Tatsächlich. Das heißt, wir werden mal in die Ebenen gehen. Das gab es sicherlich vielleicht auch nicht ohne Grund. Mich wundert es aber trotzdem, dass wir hier keine Units haben, weißt du? Die haben wir ja hier nicht. Möchte ich vielleicht einmal erst nutzen? Nö. Ups, was ist das da oben? Dann laufen wir mal durch, würde ich sagen. Wir haben jetzt zwar kaum Gold. Ein Bossgegner, ein Zombie. Weg damit. Ich habe auch nur 169 Schaden. Du hast ein paar Vorräte zurückgelassen. Vorräte von 200.000. Okay. Sieh mal, das nenne ich mal einen guten alten Krieger in seiner ganzen Pracht. Es gibt niemanden, der noch tapferer ist. Abgesehen von unseren Kriegern. Jetzt habe ich ja wieder Außenbezirke Level 1. Was haben wir hier Schönes? Verbessern wir die Stufe 50. Was haben wir da noch? Erhöhe 100 mal die Stufe deiner Helden. Töte 100 Monster. Dann müssen wir hier 10.000 Mal tappen. Schieße Zone 10 ab und so weiter und so fort. Aha. Trotzdem kann ich hier scheinbar keine Units beschwören, oder? Was es sonst ein bisschen einfacher machen würde. Oh, da ist der Boss wieder. Kriegen wir wieder 200.000 Gold? Oder war das eine einmalige Sache? Ah ne, ist wieder was anderes. Außenbezirke. Der mächtige Held Grimbolz würde ich ja nur auf dein. Oh, okay. Jetzt habe ich einen Held, ja, mit 500 DPS. Kann ich den jetzt verbessern? Ne, kann ich nicht. Den kann ich echt nicht verbessern, ja. Ist ja Wahnsinn. Was haben wir über den Plus? Okay. Ach guck mal, hier steht sogar, was man da kriegt als, Pushs. Verstärkt den Klickschaden um 150%, um 200, um 250%. Also an sich wäre es nicht verkehrt,
den tatsächlich noch ein wenig weiter zu verbessern. 2000 haben wir jetzt. Hier noch nicht, aber außerhalb dieses Runs. Wir haben jetzt ein Held bekommen und keine Goldbelohnung. Das heißt, wir kriegen mit jedem Mal, wenn wir einen Boss killen, immer wieder eine neue Belohnung. So, was gibt's hier? Nichts. Lass uns die Phönixhandschuhe suchen, mit denen können wir dem alles im Kampf, Nahkampf Schaden nehmen. Ja, let's go. Jetzt haben wir den Boss besiegt, jetzt kriegen wir die Phönixhandschuhe, ja. Das heißt. Der hat mehr Schaden bekommen, 880. Das ist ja witzig. Das ist auf jeden Fall sehr cool, dass wir hier auch weitermachen können. Das gefällt mir sehr gut. Er macht 880 Schaden. Ich würde aber tatsächlich gerne auch mal hier weitermachen wollen, dass wir dort ein bisschen Geld farmen. Weil die bringen uns 5000 Gold. Ja, stimmt. War ja der Autofortschritt. Ich würde tatsächlich erstmal AB ein bisschen weiter verbessern auf 50. Er macht jetzt 2200 Schaden. Die würde ich erstmal auf. Na gut, auch auf 50. Let's go. Aber nicht den, sondern. Kein Autofortschritt. Dass hier ein bisschen Geld sammeln, weißt du? So, ein bisschen Gold gefarmt. Ich denke, wir können dann auch gleich den Boss encountern. 11.000 würden wir gerade mal kriegen. Also gerade den doppelten Schaden. 400.000. Naja, ich würde sagen, ohne Truhe haben wir noch. Der bringt uns nochmal extra. Extra an viel Gold. Wenn wir sie killen, von 40.000 auf 90.000 irgendwie so. Ja, easy. Und jetzt können wir auf jeden Fall mal den Boss besiegen. Let's go. Und den kriegen wir gekillt. Sehr schön. So. Viel Gold. Und auf zu den Goblin-Schurken. Helden. Sterne. Es ist ganz einfach, um deine Helden verbessern zu können, musst du die spezifische Ausrüstung finden. Wir haben überall noch ein X dran. Also noch nichts gefunden. Na gut, meine Freunde. Ich würde sagen, das war es gewesen, mal angespielt zu diesem wunderschönen Spiel Dungeon Crusher Soul Hunters. Wie gesagt, ist nicht das, was es in der Werbung suggeriert hatte. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.